Weiter geht's mit New Super Mario Bros. Wihii! Ein weiteres Geisterhaus. In diesem Level gibt es ebenfalls einen Secret Exit. Dieser Level hat etwas ganz Besonderes an sich. Erstmal, es ist hier ziemlich dunkel, wir brauchen hier unbedingt die Lichtblöcke. Und außerdem hat dieser Level sehr viele Wege. Ja, wir müssen den ganz normalen Ausgang finden, den geheimen Ausgang und natürlich die drei Sternmünzen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal von hier aus an. Ich meine, es geht noch im unteren Bereich weiter, aber dort werden wir sowieso sein müssen. Okay, ist hier etwas Unsichtbares? Nein, etwas Verstecktes? Auch nicht. Was soll das? Ich bin in der kleinen Form. Wie wäre es, wenn mir das Spiel einen Pilz anbieten würde? Ein Behö. Behö, ein Behö. Hau ab da. Die Fragezeichenblöcke bewegen sich. Nein, der Pilz. Wo gehst du hin, Pilz? Pilzi. Okay, da ist er. Ich dachte schon, da befindet sich eine Schlucht und das war's dann mit dem Pilz. Das könnte ich, um ehrlich zu sein, nicht verkraften gleich zu Beginn. Eine Münze. Wer braucht schon eine Münze? Gibt es hier irgendetwas Unsichtbares? Nein. Ja, den Lichtblock nehme ich auf jeden Fall mit. Ist hier was? Doch, hier ist was. Oh! Ah, geil, die erste Sternmünze. Ja, gut, dass wir uns für die erste Tür entschieden haben. So, jetzt haben wir ein weiteres Problem. Hier sind mehrere Türen. Für welche Tür wollen wir uns denn entscheiden? Hier ist nichts Unsichtbares. Oder ist das so eine Tür, die zu einer Münze wird? Yep. Money, money, da unten ist eine Tür und da oben ist eine Tür. Und da unten ist eine weitere Tür. Jetzt ist die Frage, ob das eine richtige Tür ist, die da unten ist. Gut. Das überprüfen wir kurz. Okay, dann sollte die oberste Tür die korrekte Tür sein. Ah, ich hätte mir nochmal die Wand anschauen können. Geht das noch? Ich denke nicht. Nein. Nee, okay. Höchstwahrscheinlich ist da nichts. Ist nur meine Vermutung. Okay, ach. Gut, hier waren wir gerade. Ach, das ist ja der Beginn. Okay, gut. Diesmal gehen wir von hier aus. Da unten ist eine Tür. Ist hier was Unsichtbares? Nein. Okay, kann man hier durch? Nee. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja. Den Level werden wir uns sowieso noch ein weiteres Mal antun. Das bedeutet, im zweiten Durchgang werden wir uns hier komplett alles angeschaut haben, hoffentlich. Okay, unter uns befindet sich Wasser und Knochenfische. Und Buhu ist hier. Geh mal weg, Buhu. Nicht, dass da irgendwie die zweite Sternmünze unten versteckt ist. Nein, Lichtblock. Ah ne, da unten ist sowieso nichts für uns. Oh nein, Lichtblock. Ja, gut, dass wir in der Feuerform sind. Gut, dass wir in der Feuerform sind, weil so können wir auch für Licht sorgen. Nice, gut, dass ich die Feuerbälle abgeschossen habe. Sonst hätte ich die zweite Sternmünze eventuell nicht mehr erkennen können. Nice, bis jetzt läuft alles gut. Ich darf bloß nicht failen. Ah, wir sind wieder am Anfang. Ich meine, wenn ich jetzt failen würde, uiuiui, dann müssten wir uns erstmal die beiden Sternmünzen wieder klar machen. Etc, etc. Nee, nee, ich bin gerade zufrieden, wie es läuft. Huch, wartet mal. Oh, nee. Wie? Ah, ist ja cool. Hier ist ja ein versteckter Block. Wann geht das? Ich dachte schon, dass ich mich von dem Lichtblock verabschieden muss. Ist hier was Unsichtbares? Hier vielleicht? Da vielleicht? Nee, ich glaube, das wäre zu eng. Da ist eine Tür. Und hier ist eine weitere Tür. Hm. Was mache ich jetzt? Die funktioniert nicht. Die ist defekt. Die funktioniert. Den Lichtblock können wir immer noch nicht mitnehmen. Das wäre so cool, ey. Wenn die Tür den Block mit reinzieht in den nächsten Raum. Hier einfach mal reinjumpen. Was ist denn das für ein Raum? Eine Feuerblume, nice. Aber brauchen wir nicht. Da ist die dritte Sternmünze. Oh, nice. Um ehrlich zu sein, habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht gehabt vor der Aufnahme. Wegen den Sternmünzen, wegen dem geheimen Ausgang und wegen dem normalen Ausgang. Ich sag mal so, dass wir die drei Sternmünzen gefunden haben, ist schon mal bombastisch. Wenn ich jetzt nur noch den geheimen Ausgang finden kann, boah, dann bin ich mehr als zufrieden, weil den normalen Ausgang sollte ich, denke ich, schon finden können. Okay, gut. Hier oben ist nichts. Die Tür haben wir abgecheckt. Die funktioniert nicht. Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sich hier ein geheimer Block wieder versteckt. Die Tür auf der rechten Seite haben wir uns angeschaut. Hier ist eine Tür und da unten ist auch noch eine Tür. Und ist hier was Unsichtbares? Ja, man kann hier sogar durch. Ach, das ist nicht unsichtbar. Man kann hier durch. Und hier ist eine Tür.
Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal mit dieser Tür anfangen. Ich denke, dass das sogar eine geheime Tür ist. Ich meine, man müsste schon hier einmal durch die Wand laufen. Ist kein Glitch, nein. Ein Fragezeichenschalter. Ach, diese Lichtblöcke sind so cool. Wenn man hier einmal auf diesen Schalter springt, so leuchten die Blöcke. Und dann kann man auf sie springen. Man kann aber auch so auf sie springen, nur wenn sie halt mit Licht befüllt sind, dann ist das besser. Oh, da, genau, das hätte ich jetzt besser erkennen können, wenn der Lichtblock schon aktiviert wäre. Nein! Oh, was für ein dreckiger Level. Oh, wie widerlich. Oh, wie widerlich ist das denn? Das ist so dreist. Wir haben alle drei Sternmünzen gehabt. Warum springe ich auch wie ein Verrückter auf den Block? Ich dachte, okay, der Block war jetzt zum zweiten Mal hier. Wenn ich jetzt den Block schon wieder verpasse, dann denkt ihr, oh nee, ey, Kanscha, bist du am Strecken oder was? Aber nein, ey, wegen dieser Übervorsichtigkeit. Oh, wie das aussieht, als ob Mario sich den Block aufgesetzt hätte. Durch die Übervorsichtigkeit und durch das lange Grübeln, was ist, wenn das so und so rüberkommen könnte, habe ich einen blöden Fehler gemacht. Na toll, ey. Na toll, das hat mir noch gefehlt. Hey, mit der Feuerblume. Toll, ey. Das muss ich alles wiederholen. Aber gut, um ehrlich zu sein, kann ich mich daran erinnern, wo die Sternmünzen sind. Das ist ja auch schon mal gut. Die war ja die erste. Ach, wisst ihr was? Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, den Level zu beenden. Och nee, ey. Voll unnötig. 5 Minuten lang unterwegs. Alle Sternmünzen eingesammelt. Da macht man einen blöden Fehler. Wirklich einen blöden Fehler und schon geht man hops. Ja, irgendwie fühlt sich das gerade so für mich an, als ob ich doch nach den Sternmünzen jagen würde. Ich glaube, ich mache das sogar erstmal so. Ich suche sie erstmal. Ich weiß nicht. Bei mir ist das so, ich fühle mich irgendwie nackt, wenn ich die Sternmünzen nicht am Start habe. Nein, nein. Ich gehe jetzt nochmal zurück, um mir die Feuerblume zu holen. Auf einmal ist sie gar nicht mehr da. Nein. Ach doch, sie ist da. Oh, cool, ey. Ich meine, ich habe jetzt so viel aufgeopfert und dann war ich jetzt wieder in der kleinen Form. Auf da, Mario. Okay, ich spiele gerade richtig verrückt, weil ich innerlich am Durchdrehen bin. Das geht gar nicht klar, ey. Ancha. Cool bleiben. Einfach nur cool bleiben. Mach dir jetzt keinen Stress. Und auch keinen Druck. Wo war nochmal die dritte Sternmünze? Diese Tür war fake. Das war eine korrekte Tür, glaube ich, ja. Gut, hier sollte die dritte Sternmünze irgendwo sein. Oder? Ja, genau, hier war sie irgendwo. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich mich treffen lasse. Ich meine, in dem Fragezeichenblock ist ja ein weiteres Power-Up. Aber man muss sie nicht treffen lassen. Wozu? Den Fragezeichenblock lassen wir kurz in Ruhe. Oh, Buhu, du Nervensäge. Oh, Herr mit der dritten Sternmünze. Diesen Raum verlassen wir. Nice. So, jetzt muss ich wirklich gut aufpassen. Jetzt muss ich gut aufpassen. Ich glaube, ich verzichte erstmal auf den Raum mit den Blöcken. Ich meine, es ist ja nicht so schlimm, wenn man fällt und dann ein Level nochmal wiederholen muss. Das Schlimmste ist nur, wenn man in dem Level alle drei Sternmünzen eingesammelt hat und dann alle Sternmünzen, beziehungsweise jede Sternmünze, ein erneutes Mal einsammeln muss. Das ist voll heftig. Ich meine, gut, wenn das jetzt nur eine einzige Sternmünze ist, dann ist das ja okay. Aber drei Sternmünzen, das ist nicht wenig. Was haben wir denn hier jetzt für ein Problem? Okay, hier werde ich mir auf jeden Fall Zeit lassen. Ich habe eben gerade dazugelernt. Nicht hastig werden. Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Nee, eine Feuerblume. Ich will sie zwar nicht berühren. Och nein, voll unnötig. Oh nee, ey, sowas ist... Mann, ey, sowas braucht man nicht. So, und jetzt? Hä? Hä? Ach so. Okay. Es war nicht gut, dass ich jetzt in der Kleinform bin. Weil wenn ich auf blöd jetzt getroffen werde, dann war's das. Wartet mal, was ist hier? Hier ist höchstwahrscheinlich ein One-Up-Pilz. Hab ich's mir doch gedacht.
Ah, ich habe mich gerade so gefühlt, als ob ich gerade kurz vor einem Miniboss-Fight wäre. Ich dachte, hier ist etwas Verstecktes. Ja, der Ausgang. Raus hier, raus hier, raus hier. Vielleicht ist hier ein Trampolin. Ah, das werde ich noch kurz überprüfen. Die Buhus können mich sowieso nicht einholen. Nice. 99 Münzen, 99 Versuche. Passt auch. Gut, Leute. Die 3 Sternmünzen können wir auf jeden Fall bunkern. Das war der normale Ausgang. So, jetzt können wir das goldene Toadhaus einmal besuchen. Wir können den 5. Level wahrnehmen. Naja, wir können den 5. Level schon wahrnehmen, aber das goldene Toadhaus können wir nicht erreichen. Habe ich eben gerade den goldenen Toadhaus gesagt? Sorry, ich meinte das natürlich. Okay, weiter geht's. Diesen Level müssen wir uns noch ein erneutes Mal antun. Wieso habe ich keinen Power-Up genommen? Nicht, weil ich gedacht habe, boah, ich will hier professionell unterwegs sein. Nee, ich habe es total vergessen. Typisch Kanscha. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir den Weg von eben wieder nehmen. Ich glaube, da war der Secret Exit. Weil ich denke, dass wir uns jetzt alle Türen hier angeschaut haben. Buhu, ich habe dich gerade gesehen. Block, komm mal bitte her. Genau, weg von hier. Ah, ich habe den Lichtblock total vergessen. Aber gut, mittlerweile kenne ich ja diesen Bereich. In- und auswendig fast. So, genau, hier hatte ich das Problem vorher mit den Blöcken und so. Ah, einfach nur ruhig bleiben. Ganz cool. So, hier kannst du schon mal auf den Block springen und bleib auf ihn stehen. Hier ist ein weiterer Schalter, den kannst du aktivieren. Geh einfach mit. Alles okay. Ganz ruhig, kein Stress, kein Druck. Entspannt. Den Powerblock nehme ich mit. Okay, da ist ein Buhu, auf den habe ich gar keine Lust. Okay, gut, kein Problem. Ich würde zwar gerne den Schalter aktivieren, aber ich kann auch darauf verzichten. Oh, nice. Gut, dass ich den Block nicht verpasst habe. Okay, bis jetzt sieht alles gut aus. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt demnächst mit dem Level abschließen können. Oh nein. Das wird jetzt nervig. Oh, ich dachte schon, ich lasse mich wirklich erwischen. Hey, hey Mann. Ich verzichte auf den Versuch, den wir jetzt hätten erhalten können. Hauptsache, wir erreichen das Ziel, ey. Hallöchen mit Öhrchen. Das ist gar nicht schönchen. Hui. Wir sind kurz davor, mit der 5. Welt abzuschließen. Und der Weg zur Kanone wurde gerade freigemacht. Aber wir werden hier nicht abkürzen. Wenn ihr wollt, kann ich mal irgendwann am Ende des LPs einmal jede Kanone benutzen. Dann haben wir uns das auch schon mal angeschaut. Und man kann sich das nochmal bildlich vorstellen, wie das dann aussieht. ja. Wie wäre es, wenn ich weitermache? Hab mich schon genug blamiert. Eisblume. Ob dieses Power-Up überhaupt notwendig ist, das werden wir jetzt sehen. Jedenfalls ist dieser Level ein Scrolling-Level. Aber jetzt nicht so krass. Schaut mal, die Geschwindigkeit ist ganz schön low. Ah, schaut mal, das sind Mantas. Die sind unsere, ja, Freunde. Wir können mit ihnen in der Luft surfen. Ein auf mit Labras in der Kanto-Region. Irgendwo sollte doch irgendwas sein, was wir später gebrauchen könnten. Eine Feuerblume? Ne, Eisblume sogar. Da ist die erste Sternmünze. Nice. Cool. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier in der Eisform bin. Weil Kugelwillis sind hier auch am Start und ich kann sie ja in der Luft einfrieren, damit ich wenigstens Boden habe, worauf ich stehen kann. Ansonsten haben wir hier die Hilfe von den Mantas. Okidoki. Irgendwann sollten wir auch den Propellerpilz bekommen. Den werde ich auf jeden Fall nehmen. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit hier mit diesem Propellerblock unterwegs sein. Aber ich finde das voll cool, was für Geräusche die Mantas machen, wenn man auf ihnen steht und dann kurz hüpft und dann wieder auf ihnen landet. Hört sich an wie ein Pokémon. Oh, die Checkpoint-Flagge. So, wir sollten hin und wieder mal auch versuchen, die Wolken wegzupusten. Es kann ja sein, dass sich die zweite Sternmütze hier irgendwo versteckt. Oh, da ist ein Powerblock. Ist da unten vielleicht eine unsichtbare Wand?
Achso, oh. Hier ist was Unsichtbares. Aber wozu brauche ich den Powerblock? Achso, hier sind Münzen. Ja, okay, cool. Warum nicht? Ob das ein Hinweis ist? Ich weiß nicht. Wo ist jetzt die zweite Sternmünze? Keine Lust, den Level nochmal zu wiederholen. Oh, da ist ein Propellerpilz. Dann brauche ich dich erstmal nicht mehr. Wobei, ich hätte dich gerne auf einen anderen Manta platziert. Oh, hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Her mit ihr. Die zweite Sternmünze. Kugel will nie, was geht. Boah, es ist so cool, ey, hier. In der Luft. Umgeben von den Wolken. Ah nein, nicht schon Mantas mit Taucherbrillen. Die haben doch Taucherbrillen. Oh, ein weiterer Powerblock. Den brauchen wir für die dritte Sternmünze, Leute. Und die dritte Sternmünze ist genau hier über den Münzen. Die Münzen sollen ja einen Pfeil darstellen. Am besten jetzt. Genau, mit dem Mantas. Hey, ich hab die Wiimote bewegt. Ich hab die Wiimote bewegt. Wie ein verrückter Typ. Och, komm doch. Ich meine, hör doch auf. Ich hab die Wiimote wirklich bewegt. Gut, dass ich einen Propellerpilz hab. Oh, toll, ey. Was soll denn das? Den Schlosslevel werden wir definitiv in diesem Part wahrnehmen, Leute. Das geht so nicht. Hör doch auf. Ja, mit den Münzen. Warum auch immer. Auf die Münzenjagdspiele vorbereiten. Oh Mann, wie belastend ist das denn? La, 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 la. Ich meine, ich habe euch so schön gezeigt, wie man die dritte Sternmünze kriegt. Und dann fail ich dabei. Ja, ich weiß, Kumpel, ich weiß. Ich hab dich auch lieb. Ja, die Eisblume kannst du behalten. Propellerpilz nehme ich mal mit. Wo war nochmal die zweite Sternmünze? Genau, hier auf der rechten Seite. Genau, aufpassen. Mantas. Ich meine Manta. Ein Manta. Manta und mehrere Mantas. Ja. Mantas. Ich muss hier gerade ein wenig klarkommen. Alleine schon die Eisblume ist immer noch da, voll süß. Ich habe nichts gesagt. Was für eine Eisblume? Was redet ihr da, Leute? Ich komme hier nicht klar. Oh ja. Gut, rauf auf diesem... Ja, auf den Manta. Hä, die Eisblume ist wieder da? Oh, genau. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Da. Kein Zeitdruck hier. Was denn los? Level bleibt cool. Bleib entspannt. Ich habe alle drei Sternmünzen. Der Level hat sowieso keinen Secret Exit. La. Das Ziel, wir sind da. Oh ja, ja. Ein One-Up, bitte. Ja, also es wäre ziemlich unlogisch, ne, wenn Mario, wenn er seinen Propelleranzug anhat, plötzlich keinen Propeller mehr auf dem Kopf hat, weil er ja bei 99 Versuchen keine Mütze mehr aufsetzen kann. Das wäre ein bisschen komisch. Okay, und jetzt? Ich kann hier auch durchgehen. Ach, das goldene Toadhaus kann ich nicht besuchen, oder was? Ich werde hier gegen diesen Kollegen hier kämpfen und ihm platt machen und ihm zeigen, wer der Chef ist hier in New Super Mario Bros. Wii. Wie sie sich bewegen, das ist so lustig. Als ob sie Ballett tanzen würden. Ja, das hier ist ein Ballettunterricht. Oh, was haben wir denn da? Eine Truhe. Eine Truhe. Und Toad, gib uns bitte drei Pilze. Da freut sich Toad. Kann ich auch total verstehen, wenn ich in so einer Truhe feststecken würde. Dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn mich jemand befreit. So, Kollege, komm her, vielleicht können wir dann eher das goldene Toadhaus besuchen. Ich meine, gegen den Kollegen müssen wir jetzt sowieso kämpfen, damit wir den Schlosslevel erreichen können. Oder ich habe mich eben gerade nicht gut umgeguckt. Also die Propellerform will ich nicht verlieren. Nö. Voll unnötig, ey. Kommt, Leute. Ich habe voll Bock jetzt, den Schlosslevel wahrzunehmen. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Die Wurzeln sind immer noch nicht weg. Wie jetzt? Kann ich das goldene Toadhaus nicht besuchen? Gar nicht? Ich kann nicht mal das One-Up-Haus besuchen. Was ist, wenn ich so tue, als ob ich Toad rette? Oder muss ich vielleicht alle Gegner hier platt machen? Beziehungsweise muss ich mich um jeden Gegner kümmern, damit wir hier
freie Wege haben. So, wir sind in der Superform. Das ist schon mal super. Hauptsache nicht in der kleinen Form. Hey. Okay. Taut, ich hab dich befreit. Geil! Lava! Ja, okay, Toad. Ich hab dich doch schon gerade befreit. Ja, okay, ich werde es einmal versuchen. Aber wenn du jetzt irgendwie dich fallen lässt, dann werde ich ebenfalls in den Abgrund springen. Na, ich hab dich gehört. Ich muss mal kurz cutten, Leute. Muss jemandem helfen. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Toad. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht allzu lang warten lassen. Ups, das war jetzt nicht so gut. Ich habe doch gerade erst den Pilz bekommen. Also ich freue mich nicht so sehr darüber. Victor dreht sich jetzt meine Richtung um. Okay, Toad. Bleib ganz cool. Okay? Lass dich einfach nur tragen von mir. Berühre keine Gegner. Lass die Victor einfach in Ruhe. Die sind ziemlich, solange man nicht auf ihre Köpfe raufspringt. Hey. Hat er sich etwa losgesagt von mir? Ich dachte schon. Boah, in so einem Level ist das aber nicht so gut, sich hier um Tod zu kümmern. Das ist ziemlich schwierig. Besonders hier mit dem Big Lass. Die kommen aus allen Ecken gekrochen, rausgekrochen. Boah, jetzt habe ich ein dickes Problem. Hä? Wie hast du das denn überlebt? Coole Aktion, Toad. Ich bin gerade überwältigt von deiner bombastischen Aktion. Ich dachte schon, das war wieder ein Fail. Okay, hier mit den Fledermäusen könnten wir vielleicht Probleme kriegen. Ah, Mist, ey, ich brauche Wickler. Ah, ich dachte schon, der ist komplett weg. Nee, der ist noch da. Checkpoint-Fahne, okay. Komm runter, Fledermaus. Ja, komm runter. Kommen Sie runter, kommen Sie runter. Wickler, ich brauche einmal deine Hilfe. Opa, oh, sehr schön. Hm, aufpassen vor den Fledermäusen. Könnte ich das hinkriegen diesmal? Den Toad zu befreien? Im Moment sieht das hier noch gut aus. Toad, ich bin gleich bei dir. Ich wollte nur gucken, was sich hier befindet. Eine Feuerblume. Ja, bis jetzt sieht das alles gut aus. Oh. Wir haben uns das gelbe Rohr schon mal angeschaut gehabt, oder? Ups. Das war nicht so gut. Sind wir aus dem Rohr rausgekommen? Hä? Wie jetzt? Hä? Wartet mal. Achso, ich dachte schon, okay. Weil das wäre ja jetzt total unlogisch, wenn Toad nicht mehr mitkommen könnte. Nice! Ist schon ziemlich lange her, dass wir Toad befreit haben. Putzig aussehen tut er ja schon. Okidoki, Leute. Jetzt geht's dann wieder ans Eingemachte. Ja, schön. Ein One-Up-Haus. Können wir dieses Haus wenigstens erreichen? Ja, das One-Up-Haus können wir wenigstens erreichen. Ja gut. Dann nehmen wir wenigstens an diesem Spielchen teil. Weil ich habe irgendwie gar nicht mehr in der Erinnerung, dass wir an irgendwelchen Minispielen hier in der fünften Welt intensiv teilgenommen haben, da uns der Weg zu diesen Locations irgendwie immer versperrt wurden. Okay. Diesmal versuche ich diese Kanone. Oh, oh, oh. Okay, immerhin. 3 Ups. Ich meine, ich habe bis jetzt, wenn überhaupt, einen One-Up erwischt. Aber gut. One-Ups brauchen wir nicht, um ehrlich zu sein. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Okay, hier kommen wir noch durch. Können wir jetzt vielleicht das goldene Toad-Haus erreichen? Ist mir viel lieber, als dieses One-Up-Haus da unten zu besuchen. Ja, das goldene Toad-Haus können wir immer noch nicht besuchen. Gut, dann gehen wir kurz hier rein. Vielleicht wird sich ja wieder etwas ändern. Auf der Weltkarte.
Oh, Toad. Gut, dass ich die nicht berührt habe. Ah, okay. Gut, mal gucken, ob ich jetzt meinen Rekord brechen kann. Konzentration. Na, immerhin. Ich hab's auch mal hingekriegt gehabt, keinen Luftballon zu berühren. So, und jetzt bin ich gespannt. Das goldene Haus würde ich schon gerne besuchen. Das gibt's doch nicht. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte Zwischenkampf. Ich kann die doch auch hier in der Feuer, mit den Feuerbällen bekämpfen. So, viel entspannter. Ja, viel entspannter. Viel entspannter. Ja, jetzt bloß nicht in die Schlucht reinfallen. Hey Toad. Boah, Toad, wir haben dich jetzt in den letzten 5 bis 7 Minuten des Öfteren gesehen. Soll ich dich auf das Thumbnail draufpacken? Schon wieder? Ja, okay, jetzt müssen wir aber gegen diesen Kollegen kämpfen, weil wir von hier aus den Schlosslevel erreichen. Gut. Schadet nicht. Ich meine, so bekommen wir wieder sehr viele Power-Up-Pilze. Wir können mal gleich überprüfen, wie viele wir schon haben. Mist. Es könnte sein, dass hier die Superform verloren geht. Aber das ist mir gerade egal. So viele Power-Up-Pilze, wie wir jetzt wieder zurückergattert haben. Oh man, das goldene Toadhaus wäre auch schick. Ich hätte schon Bock auf einen Stern. Nee, Leute. Geht leider nicht. Okay, wie viele Pilze haben wir jetzt? 15! Ich dachte, wir haben 9 Pilze. Soll ich den Pinguinanzug anziehen? Nee, ich lasse es sein. Okay, Leute. In diesem Level, ja, hat man nicht allzu viele Schwierigkeiten. Nur die zweite Sternenmünze ist, soweit ich mich noch gut daran erinnern kann, ziemlich fies versteckt. Oh, ist ja cool. Je fieser, desto besser. Ja, die Gitterstäbe sind hier wieder vorhanden. An ihnen müssen wir uns hängen, damit wir hier weiterkommen können. Ist hier was Verstecktes, Unsichtbares? Hier vielleicht? Immer schön überprüfen. Ja, und das ist Iggy Cooper wieder, ne? Mit seinen Energiestrahlen. Ich finde, das sieht so cool aus bei Iggy Cooper. So schön grün, ey. So schön grün. Ist hier oben etwas Unsichtbares? Wandsprung und Jawolski. Oh, Propellerpilz? Okay. Achso, ich könnte vielleicht gerade die erste Sternmünze verpasst haben. Oh, heftig. Ich dachte schon, Lava-Block wird mich erwischen. Guck mal kurz, ob ich hier irgendwo die erste Sternmünze verpasst habe. Es kann sein, dass sie hier unten irgendwo ist. Nee, sieht nicht so aus. Dann machen wir weiter. Nein! Wo kommst du denn her? Ist hier was Unsichtbares? Mist, ey. Ah, da ist ja die Sternmünze. Das sollte dann die erste sein. Ja, yep, okay. Ja, oh nee, ey. Mit dem Propellerpilz wäre das wesentlich einfacher. Und hier ist eine geheime Tür. Genau. Diese geheime Tür führt uns zur zweiten Sternmünze. Da ist sie. Voll verrückt versteckt. Gucken, ob sich hier etwas anderes verstecken tut. Wäre schon cool, wenn ich einen Pilz oder so kriegen könnte. Ah, Lavablom, schnell weg mit euch. Egal. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Die zweite Sternmünze ist ziemlich dreist versteckt. Dafür sind die anderen Sternmünzen viel leichter zu erwischen, also die erste und die zweite. Gucken, gibt es hier vielleicht was? Nö. Nee. Weitermachen. Hier sollten nur Münzen sein. Ja. Nichts Spannendes. Aber falls man bis hierhin immer noch keine 99 Versuche hat und gerne 99 Versuche haben will, dann ist es gar nicht verkehrt zu wissen, wo sich die Münzen befinden. Ah, jetzt müssen wir wieder auf die unteren Gitterstäbe warten. Und schnell machen. Schnell machen, schnell machen. Schnell machen! Hä? Wieso hast du gespinnt, du Vollidiot? Ich glaube, der spinnt. Hä?
Also manchmal passieren Sachen, aus denen werde ich einfach nicht schlau. Warum habe ich denn den Drehsprung jetzt getätigt? Das war ja kein Spin, sorry. Das war eher der Drehsprung. Warum wurde der denn jetzt ausgelöst? Ich habe das gar nicht so eingegeben. Mist, ey. Voll unnötig. Richtig unnötig. Aber egal, irgendwo hier war ja der Propellerpilz, den möchte ich gerne haben. Aber dennoch ist das nicht so gut, wenn man schon vorher auf blöd seine momentane Form aufgibt. Ich meine, ich habe ja auch keine Garantie, den Propellerpilz zu bekommen. Aber ich habe ihn bekommen, nice. Oh, heftig. Ich dachte, meine V-Mode wird jetzt schon wieder nicht auf mich reagieren. Gut. Aber ich finde das voll crazy, dass man hier im Schlosslevel die zweite Sternmünze ziemlich schnell nach der ersten Sternmünze finden kann. Ich meine, dauert ja nicht allzu lange. Du holst dir die erste Sternmünze und schon hast du die Chance, dir die zweite Sternmünze zu holen. Okay, aufpassen vor den Lava-Blobs. Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Super Mario Maker 3DS denken. In dem Spiel konnte man ja auch in der Propellerform unterwegs sein. Und klar, da das 3DS-System ist, sah die Grafik ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall pixeliger als jetzt. Musste gerade daran ein wenig denken. So gut, genau hier hatte ich vorhin das Problem. Aber hier, im Propelleranzug oder in der Propellerform, ist das wesentlich leichter. Ist da oben etwas Verstecktes? Wir überprüfen das kurz. Nee, hätte aber sein können, ne? Sieht so aus. Mal gucken, wo die dritte Sternmünze ist. Ah, ich habe die eine rote Münze verpasst, aber ist nicht so schlimm. Wir hätten sowieso entweder nur einen One-Up-Pilz bekommen oder irgendein Power-Up. Was ich gerade nicht will. Oh Mann, ey. Nein. Oh Mann, 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 Mann. Sehr schön, eine Eisblume. Kann man hier die Energiestrahlen von Iggy Cooper einfrieren? Nee, aber man kann sie auslöschen. Boah, Gitterstäbe. Okay. Das wird ein bisschen eklig jetzt. Lava-Blobs, Energiestrahlen. Warum springe ich auch jetzt? Gute Frage, Leute. Habt ihr andere Fragen? Falls ihr wissen wollt, wie es mir geht. Ja, es geht so. Es ist ziemlich heiß hier. Ist nicht so gemütlich. Aber das kennt man ja. Hm, was gibt es hier? Ein Propellerpilz. Mario. Oh, okay. Ich dachte schon, dass ich hier die Propellerform auf Bild verlieren werde. Ah, wisst ihr, woran ich gerade denken muss? An Super Mario World 2, Yoshi's Island. Gibt es hier irgendwas Verstecktes oder war der untere Bereich dafür geeignet, hier etwas Verstecktes zu kriegen? Oder hier ist irgendwo eine Feuerblume, irgendwo hier oben. Beziehungsweise Bereiche, die man halt durch die Propellerform erreichen kann. Aber wozu, ne? Dann wäre das ja doppelte Arbeit. So, Iggy Cooper, wir treffen uns jetzt das zweite Mal. Ich hoffe, dass ich jetzt ohne zu failen dich besiegen kann. Der Part ist schon ziemlich lang geworden und den muss ich auch nochmal zusammenschneiden. Das wird aber nicht allzu lang dauern. Einmal nur zusammenschneiden und das Unnötige rausschneiden. Dann ist auch alles gut. Okay, ja, Kamek ist wieder am Start und diesmal hat Iggy Cooper eine weitere Unterstützung. Und zwar der Kettenhund. Hilft Iggy Cooper, indem sich Iggy Cooper auf einem Podest befindet. Und Iggy Cooper lässt sich dann von dem Kettenhund ziehen. Dann müssen wir immer vor den Energiestrahlen aufpassen. Jedes Mal, wenn wir Iggy Cooper treffen, dreht der Kettenhund durch. Er wird ziemlich rot. Aggressiv, ja. Alarm, Alarm, Alarm. Aber er springt, beziehungsweise er bewegt sich nicht diagonal, sondern immer von oben nach unten. Und dann von oben nach links, dann nach unten, dann wieder nach rechts. Boah, was mache ich denn? Ich stelle mich gerade richtig blöd an. Ich bin gerade mega unkonzentriert. Ey, geh mal weg, der Mario.
Ich muss ihn nur noch einmal treffen, den Mini Cooper. Boah, das ist eklig. Das ist gerade mega schwierig. Ja, nice. Nice, nice. Das war knapp. Das war knapp. Ich dachte schon, ich muss hier alles wiederholen. Nice, Leute. Das war's mit der 5. Welt. Es gibt noch die 6. Welt, die 7. Welt und die 8. Welt. Und wenn wir alles gut gemacht haben, gibt es sogar eine Bonuswelt, die 9. Welt. Die wird ziemlich lustig. Darauf freue ich mich schon. Yo, Bowser Jr., verpasst du wieder das Luftschiff? Nee, diesmal nicht. Diesmal hat er Erfolg gehabt. Mario, wieso springst du nicht eigentlich auf das Luftschiff? Ah klar, du brauchst eine kleine Verschnaufpause. Klar, kann ich verstehen. Das goldene Toadhaus, welches wir nicht besucht haben. Du hast alle Sternmünzen in Welt 5 gefunden. Nice. Aber es ist nicht so schlimm, wenn wir einige Toadhäuser nicht besuchen. Ich meine, das gehört nicht zum 100%igen Spielen durch. Aber man kann sich das gerne antun. Würde ich empfehlen. Was für eine geile Welt, oder? Die 6. Welt ist eine Bergwelt. Und der Boss hier ist Morton Cooper Jr. Und in dieser Welt werden wir ein weiteres Mal gegen Bowser Jr. auf einem Luftschiff kämpfen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, der failige und lange Part hat euch gefallen. Wenn was ist, dann könnt ihr dies gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.